Kaimane, Blattschneiderameisen und Orchideen. Der Yasuni-Nationalpark im Amazonas-Regenwald von Ecuador ist ein unberührtes Tropenparadies. Mit hunderten Vogelarten, 100.000 verschiedenen Insekten und unzähligen Pflanzenarten lebt hier ein Zehntel aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde. Das bedeutet für uns außerordentliche Möglichkeiten, aber auch eine große Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen. Yasuni quillt fast über vor Leben. Aber Ecuadors Dschungelparadies birgt noch einen anderen Schatz. Fast 850 Millionen Barrel Erdöl werden hier vermutet. Ein Fünftel des Ölvorkommens in dem südamerikanischen Land. Das weckt Begehrlichkeiten und wäre eine ernste Bedrohung für das empfindliche Ökosystem. Das Problem mit den Ölfirmen sind vor allem die Folgen der Ölförderung, vor allem die Straßen. Straßen laden förmlich dazu ein, herzukommen und das Gebiet auszubeuten. Ecuadors linksgerichteter Präsident Rafael Correa hat im Jahr 2011 versprochen, 12 Jahre lang auf die Förderung von Öl im Yasuni-Nationalpark zu verzichten, im Austausch für internationale Hilfen. Aber von den erhofften 3,6 Milliarden Dollar sind erst 200 Millionen eingegangen und die Regierung in Quito droht offen mit dem Erteilen von Bohrlizenzen, sollte nicht bald mehr Geld fließen. Gut möglich also, dass sich bald Bulldozer durch den Nationalpark fressen, auf der Suche nach dem schwarzen Gold.